haben mit Herrn Otto Heinek, Vorsitzender der LDU, gemeinsam in einem Brief und auch ich persönlich für Herrn Ministerpräsident, Herr Viktor Orban, die Bedeutung dieser Veranstaltung erklärt und ihn gebeten, daran teilzunehmen. Freitagabend wurde ich offiziell informiert, dass Ministerpräsident Orban am 70. Gedenktag teilnehmen und von Regierung die Gedenkrede halten wird. Es ist für uns Ungarndeutsche natürlich eine große Freude, weil es beweist, dass die ungarische Politik und Regierung die Versöhnung mit der Vergangenheit ernst nimmt. Es zeigt, dass die ungarische Politik bereit ist, über diese Tragödie der Ungarndeutschen offen zu sprechen und in dieser Stelle die damalige Rolle der ungarndeutschen Regierung beurteilen. Früher gab es Meinungsverschiedenheiten, wo eigentlich dieser Gedenktag, Gedenkfeier, die zentrale Gedenkfeier stattfinden sollte. Und die Ungarndeutschen haben ja sofort Wudasch vorgeschlagen, weil ja dort die Vertreibung begann. Und einige Zeit lang hat das die Regierung nicht akzeptieren wollen. Jetzt hat sich dieser Streit gelegt. Ja, ich denke, das ist heute auch schon eine klare Situation. Natürlich die 70., weil es eine ausgehobene Zahl und Gedenktag ist, haben wir gesagt, soll wieder in Budaörs sein, wo es angefangen hat im 19. Januar 1946. Aber die weiteren Jahre werden wir das jedes Jahr auf andere Ort, andere Stadt oder Dorf bringen, wo die Vertreibung leider damals Städte, Dörfer damals auch betroffen wurden mit Vertreibung. Weiß man auch schon darüber, wie dieses Gedenkjahr eigentlich begangen wird? Wurden von der Regierung, von dem Staat auch Geldquellen dazu freigestellt? Weil zum Verschleppungsjahr wurde das gemacht. Ist das auch beim Fall des Vertreibungsjahres so? Diese Veranstaltung am 19. Januar in Budaörs, das ist ein offizieller Gedenktag von Regierung, also alles finanzielle Unterstützung trägt auch die Regierung. Ja, solche Geldmittel, was für Verschleppung der Ungarndeutschen, für Malenki Robert, zur Verfügung gestellt wurde, das steht jetzt noch für Vertreibung nicht, aber es war damals in 3 Jahren von in 1946, 47, 48 stattgefunden. Ich denke, wir haben noch Zeit. Andersrum, also von Vertreibung könnte man schon viel früher anfangen zu sprechen, wie von Verschleppung. Ich muss ganz kurz noch erwähnen, dass in 2007 im November wurde schon im Parlament ein Gedenktag der Vertreibung veranstaltet. Und in 2011 wurde schon dieser Parlamentbeschluss gemacht, wo dieser Tag ein offizieller Gedenktag benannt wurde. Also in mehreren Dörfern, Städten wurden schon Statuen, Denkmale, Gedenktafeln und so weiter schon gestellt worden aufgrund der Vertreibung der Ungarndeutschen.